Wir sind in unserem Motel in Franz Josef angekommen und es ist eigentlich ungewöhnlich, dass wir so ein Motel haben, aber hier sind wir 3 Nächte, ne? Aber das macht einen guten Eindruck. Jo, haben sogar eine kleine Kochstelle. Also und ein breites Bett endlich. Endlich kann ich alleine in meinem Bettchen liegen. Ja, nochmal hier zu diesem Motel. Ich habe das ja schon mal gesagt, normalerweise sind Motels, wo die Autos so vor deiner Terrassentür stehen, nicht so wirklich mein Ding. Aber das hier ist durchaus wirklich okay. Man muss auch bedenken, wir sind in vielen Standorten mindestens 3 Nächte, weil wir ja auch sehr, sehr viel Zeit mitbringen. Und heute haben wir beispielsweise einen Tag, wo das Wetter nicht optimal ist. Und da ist man schon froh, wenn man ein gutes Zimmer hat. Wir können uns hier nicht wirklich beklagen. Das hier ist wirklich schön. Können wir nur empfehlen. Ist sicherlich nicht die preiswerteste Lösung, aber sehr zu empfehlen. So, das ist das Hotel von der Außenansicht. So, der Ort Franz Josef besteht im Prinzip aus Restaurants und Motels und kleinen Hotels und Bäcker-Quartieren. RV-Placen und da ist zum Beispiel Visitor Center. Aber im Prinzip ein ganz netter Ort. Ne? Aber hier leben relativ wenig Menschen. Ich denke, ja, ist ein bisschen like El Calafat in Chile. Es ist sicherlich ein Platz, der nach der Saison komplett leer ist. Beispielsweise in unserem Hotel gibt es einen eigenen Laundromat. Muss man zwar bezahlen, aber ist besser, als wenn man das außen macht. Ja, und hier sieht man einfach, dass der Ort faktisch eine Aneinanderreihung von touristischen Einrichtungen ist. Aber im Prinzip ist das hier alles ganz überschaubar und nett. No Vacancy ist also etwas Typisches hier in Neuseeland. Wer hier nicht frühzeitig bucht, den bestraft das Leben. Ne? Hier ist einfach Hochsaison im Augenblick. Es gibt tatsächlich noch Telefonzellen hier von Spark. Und das erinnert mich daran, Empfehlungen auszusprechen für den Provider Spark. Also wir haben für 27 Dollar, ich glaube US-Dollar, ein 3 Monats Telefon-SIM-Karte mit 5 Gigabyte. Das erinnert mich daran, dass wir auch lange Zeit überlegt haben, ob wir auch in Neuseeland das mit dem Campervan machen würden. Aber wir haben uns dagegen entschieden, das war auch eine richtige Entscheidung. Für Südwesten der USA, wo wir vorher waren, war das die richtige Entscheidung. Aber hier, die Straßen sind viel schmaler, kurvenreicher. Campgrounds sind nicht wirklich prickelnd. Sind eigentlich große Parkplätze. Und hier in Neuseeland ist es einfach preiswerter, Airbnb zu buchen oder mit Booking.com ein Zimmer mit Kochgelegenheit zu buchen und ein Auto zu buchen. Das ist preiswerter als ein Campervan plus Campinggebühren plus erhöhte Spritgebühren und solche Sachen. Einzige nicht touristische Platz hier ist diese katholische Kirche am Ortsausgang. So, direkt am Ortsausgang gibt es schon 30 Minuten Terrassenhof. Hier gehen wir jetzt mal. Wieder Bushwalk. Es ist immer wieder schön, diese Tourwege zu gehen. Das wird sich mir für immer in mein Gedächtnis eingeprägt haben, wie toll diese Naturwege hier in Neuseeland sind. Ja. Ja, schon cool, ne? Ja. Das ist toll. Und ich erst. Du sowieso. Fantastisch.
Und ich glaube, das ist jetzt unser dritter Versuch, in Kiwi live zu sehen. Das war jetzt hier unsere dritte Versuch, wirklich einen Kiwi live zu sehen. Und hier haben wir tatsächlich zwei Kiwis sehen können. Das alleine hat den Besuch lohnend gemacht. Ansonsten, was ich hier sehe, hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Ja, wie ist meine Bilanz von der Ausstellung? Wenn es draußen regnet, würde ich das empfehlen. Hier hast du auch eine reale Chance, mal einen echten Kiwi zu sehen. Ansonsten ist die Ausstellung, ist hier der Souvenirshop mindestens genauso groß wie die Ausstellung.